Weiß ich nicht. Das ist noch schlechter. Wir haben drei. Aha. To the bottom of your library. Eins. Zwei. Nein! Ich wollte eben nicht den... Ach Gott. Eben nicht den Arclight Phoenix drauf tun. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Nicht den Arclight Phoenix. Alles andere ist in Ordnung. Naja, GG. Egal. Wird auch so irgendwie hinhauen. Eigentlich wollte ich Radical Idea wegtun. Aber mit zweimal Drowned Secrets kommen wir eigentlich auch recht schnell durch unser Deck durch. Das war mir jetzt nicht den... Oh, der hat kein Land, okay. Junge, ich glaube mit zwei Ländern kriegst du uns nicht schnell genug getötet. Aha, das ist auch das dritte Land. Und Legion Warboss, nein, 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 nein! Den müssen wir ansummen, bevor der seinen Token macht. Achso, jetzt kann ich... Da ist Creeping Chill. Perfekt. Creeping Chill. Die anderen kommen unter die Bibliothek. Ich glaube, da müssen wir den Phönix nehmen, oder? Sonst haben wir schon zwei Phönixe, die unter unserer Bibliothek sind. Ich glaube, ich müsste hier mal die Fetchlands reintun. Müssen wir jetzt den Phoenix nehmen. Also können wir nicht unter unsere Bib tun. Oder können wir nächste Runde discarden. Creeping Chill. Na komm lieber. Okay, nächste Runde sollten wir eigentlich es schaffen, drei Spells zu spielen. Und kriegen damit dann wie viele? Nur ein bis jetzt. Ah ja. Mentor du mal. Wir gehen dann mal auf 20 runter. Aber ist das gemütlich. Gegen das Agro-Deck. Ja, okay. Fangen wir mal hiermit an. Gucken, was wir ziehen. Achso, das war dumm. Jetzt müssen wir Land ziehen, damit wir drei Spells kriegen. Ah, so geht's natürlich auch. Mehr Arclight Phoenixe bitte. Wetten, jetzt kommen zwei Arclight Phoenixe? Ach, einer. Das kann ich nicht mehr sehen. Komm mal, jetzt. Es sind zwei auf dem Bottom, richtig? Okay, das hätte schlimmer sein können. Aha, das ist doch der... Zweite. Die anderen beiden sind unter unserer Bib. Aber die beiden sollten reichen. Er ist einfach... 12 Schaden hat er bekommen, nur von den, Dudes. 12 Schaden hat er bekommen, nur von den, Creeping Chills. So. Dead next turn. So.
Der eine Schaden macht nämlich eh keinen großen Unterschied. Ja, ich denke, schaffen wir es diese Runde uns komplett zu millen. Dann ja, hätten wir nämlich 4 Phönixe. Sieht aber gut aus. So. Okay. Gegner hat es, glaube ich, gesehen. Also er konnte ja sehen, dass wir, schaffen, uns zu melden. Herrlich. Schon 3 Siege. Das ist doch sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aha. Da ist das Game. Weil mich gerade schon beschweren, warum das so lange dauert. Das ist eine Hand, die wir auf jeden Fall nicht holen. Das ist eine Hand, die kann man holen. Nakamiba kann weg. Brauchen wir eh nicht. Creeping Chill. Putz. Wie wäre es, wir starten auf 23 und 17 Leben? Ist die Frage, ob er das Counterdeck spielt? Auf jeden Fall arbeitet er Instant Speed. Er arbeitet mit Instant Speed. Er arbeitet Instant Speed. Dann wird das Ansammeln wahrscheinlich nicht so viel bringen. Das ist das Counterdeck, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das läuft. Eigentlich recht sicher, dass das kein gutes Matchup ist. Wow. Zumindest hat er keine Kreaturen. Schon mal gut. Irgendwas für ein Mana. Ja, Opt, okay. Wir melden uns mal für 4, mal sehen, ob er da was gegen tut. Okay, wenn er das jetzt nämlich countert, können wir das hier tun? Nein. Erstmal würde ich das hier machen. Zweimal surveillen. Okay. Und haben eine 0-4. Ich habe eine 0-4 und ich werde sie auch benutzen. Die können wir ansummen. Wenn der Gegner schon keine Kreaturen spielt.
Countert er das? Okay. Versuchen wir das mal. Hat er noch einen Counterspell? Quench oder sowas? Das will er jetzt countern, den Secret Keeper. Ja, okay. Gegner macht aber auch nicht viel. Natürlich zieht er den Dude, der Karten zieht. Okay. Alright, let's do this. Leroy Jenkins. Nakumiba. Nehmen wir. Ich spiele Mission Briefing. Take Action. So, dann spielen wir nochmal Mission Briefing. Sind alle gut, sind beide gut. Wir ziehen jetzt gleich, also wir spielen jetzt gleich, ja. Problem ist, der kann die halt countern, ne? Weil wir behalten die mal beide. Und sagen opt. Und dann opten wir mal. Okay. Könnte schlimmer sein. Könnte auch besser sein. 1, 2, 3, 4. Zieht wahrscheinlich jetzt eine Karte. Kann auf jeden Fall nicht angreifen. So, ich denke, dass wir uns erstmal für 4 millen und der das countern wollen wird. Wenn er einen Counter hat. Zieht eine Karte. Ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Okay, Creeping Chair. Okay. Das macht mich jetzt schon mal etwas sicherer, Drowned Secrets zu spielen. Wer hat jetzt den Spell, der sagt, zahl 3 mehr, dann haben wir nämlich ein Problem. Aha, herrlich. Und dann können wir das spielen und uns zum 2 melden. Jetzt haben wir endlich auch einen Weg, unseren Creeping Chill loszuwerden. Und anzugreifen. Ach, der hat wahrscheinlich den Dude mit Reach. 2-2er. Oder Brazen Borrower. Okay. Auch okay für uns. Den können wir wieder spielen und können uns für 2 millen. Oder wir können die sogar discarden zu Radical Idea, wenn wir wollten. So, meine Freunde, jetzt. Ne, wir discarden dann doch lieber den Arclight Phoenix. Komm schon. Noch ein Spell, noch ein Spell. Spell! Ja. Warum immer diese Spells? Okay. Hauptsache der countert die Nakomiba. Interesting. Ah, der will wahrscheinlich auf Aggro jetzt gehen. Ja, ich denke, wir nehmen Mission Briefing einfach, weil es das Beste ist, weil uns das einen Extra-Spell gibt. Die Frage ist halt, ob er da den Counter-Spell hat. Wenn er jetzt noch einen Counter-Spell hat, kann er das einfach countern und dann sieht es nicht gut aus für uns.
Gegen Arbeit halt jetzt mit voller Information. Ah, hat aber keinen Counter? Komm mal, du hast keinen gezogen. Du hast gerade keinen gezogen. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Nice, noch den Phönix gemillt. Pff, wollen wir beide nicht. Wie viel? Wir haben noch 22 Karten. Okay, können wir beide weg. Zwar wollen wir Mission Briefing spielen. Wollen wir beides nicht. Wir wollen jetzt so weit wie möglich uns reinmelden, dass wir Dings finden. Da ist noch ein Mission Briefing. Aber das bringt uns nicht so viel. Unsummon bringt uns auch nichts. Ich denke, wir opten einfach. Ja. Was ist der dritte Spell? Akamiba nehmen wir, auch wenn die nicht ganz so toll ist. Wo sind denn unsere ganzen Phönixe? Ja doch, den nehmen wir nächste Runde. Ja, zwei nehmen wir. Einen bounce wahrscheinlich jetzt auf unsere Hand. Mit einem Brazen Borrower. Oder auch nicht, okay. Ist auf 6 Leben. Haben wir schon alle. Ne, wir haben 3 Creeping Chills und der letzte ist in unserer Hand. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, das Ganze. Jetzt muss er blocken wahrscheinlich. Wir haben noch 12 Karten in unserem Deck. Also wir können auf jeden Fall erstmal eine Runde angreifen. Du bleibst hier. Gucken wir mal, was der Gegner macht. Wahrscheinlich Block, Block. Vollkommen in Ordnung. Zieh noch extra Karten. Auch vollkommen in Ordnung. Noch eine extra Karte. Ja. Diese Runde können wir eh nicht. Also wir spielen jetzt keine 3 Spells, weil wir diese Runde eh nicht mehr angreifen können. Und nächste Runde versuchen wir mit allen Arclade Phoenixen anzugreifen. Da bringen ihm dann auch selbst seine Counterspells nichts mehr. Gegner hat zu lange gedauert, hat zu lange gewartet, um aggressiv zu werden. Wir sind noch auf 20. Okay. Dann let's fetch, würde ich sagen. Das ist der erste Arclade Phoenix. Aha, das sind doch alle 4, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, perfekt. Jetzt können wir den Gegner mal millen, weil wir... Ja, ja, negate du ruhig. Das ändert nichts, das negate, weil wir jetzt einfach auch noch den dritten Spell so haben. Auch wenn er den countert, haben wir trotzdem 3 Spells gespielt diese Runde und kriegen 4 Arclight Phönixe. Und das sollte es gewesen sein. Schön. Das lief doch perfekt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Dachte, das wäre ein schlechtes Matchup. Naja, jetzt stehen wir 4-0. Und können uns ein bisschen entspannen. Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, aber ein bisschen entspannen.